Weihnachtsfest. Ich mag so, wie sie aussieht. Man muss keine Weste auf Bion tragen. Sie sind ein EMPS um den ganzen... sie sind ein EMPS zu allen möglichen Hardorten. Es gibt nicht so etwas wie Sicherheit für einen Kopf. Man kann nie vorsichtig genug sein. Beruhig dich, Jonathan. Wir haben eine Rettungsweste und ein paar Gläser. Brillen. Was ist der Sinn von dem Ganzen? Wie solltest du sie jemals hier benutzen? Oder wie würdest du? Oh, das tue ich. Ja. Und wie? Durch sie fühle ich mich einfach gut. Klingt plausibel, oder? Was ist das Shirt, was du da trägst? Was ist das für ein Shirt? Es ist von der Repatrialisten-Bewegung. Ich bin ein Repatrialist. Repatrialist. Whatever the hell that is, fragen wir ihn wahrscheinlich gleich nochmal. Also er ist selber so ein Repatrialist. Die Menschheit sollte auf Home zurückkehren. Wir gehören nicht hierhin. Ah, Mann, Jesus. Großer Jesus, Gott, Dave. Nicht so laut. Entschuldigung. Ja. Kannst deinem Job lebewohl sagen, wenn sie herausfinden, dass du ein Repatriatarist bist. ein Repatriatist. Ja, ein Repatriatist. Können Sie das Wort bitte noch 30.000 Mal schreiben? Die Verschmutzung wird jedes Jahr schlimmer im Weltraum. Die Bewegung sagt, wir sollten alle möglichen Weltraumerforschungen und Entwicklungen einstellen und nach Home zurückkehren. Ich sage nach Home zurückkehren, weil Home ist in diesem Fall großgeschrieben und damit wird ein Ort bezeichnet, nämlich die Erde, halt Home, die Heimat der Menschen normalerweise. Ja. So, jetzt könnten wir uns ja langsam mal hier Meryl annehmen. Dann fragen wir sie mal nach ihrer Frisur. Dein Haar ist ein bisschen lauschig. Wie eine Afro-Frisur oder sowas. Das muss ziemlich harte Arbeit sein, das so herzurichten, oder? Um ehrlich zu sein, ist es einfacher für mich, Brush. Was? Brush? Waschen, natürlich. Haare waschen ist eine ziemliche Belastung die ganze Zeit, denke ich. Okay. Das sind aber ungewöhnliche Ohrringe. Ich habe sie von einer Kugel, mit der ich angeschossen wurde. Solid 4 trägt sie denn nämlich? Trägt sie auch sowas? Metal Gear Solid 1 sieht man es, glaube ich, gar nicht. Oder ist es mir jedenfalls nie aufgefallen? Naja, okay. Die Kugel verfehlte mein Herz um Millimeter Breite. Ich behalte sie als Glücksbringer. Du hast ein süßes Gesicht, kann ich eine Flirty Side? Can I see a Flirty Side to you? Du solltest den Chef fragen, was mit dem letzten Typ passiert ist, der versucht hat, mich anzumachen. Snake? Sollten wir später mal machen. Vielleicht kriegen wir da wirklich irgendwas über Snake zu hören. Obwohl, ja, ich vergesse mal, dass dieses Spiel ja vor Metal Gear Solid rauskam und wer weiß, ob als Kojima dieses Spiel gemacht hat, ob er da schon Pläne hatte, dass die gute Meryl überhaupt in Metal Gear Solid auftaucht oder dass die beiden dann irgendwie was miteinander haben sollten. Ja, er ist ja auch Johnny. Na, wer weiß das schon. Nämlich nicht nochmal so, ich hasse. Also was soll ich sonst sagen?
erklärst mich. Oh, Meryl, du bist einfach wunderbar. Radiant? Okay, Radiant heißt nicht wunderbar. Ich weiß es nicht. Meryl? Was? Wir wollen erstmal weiter Bezirke zu untersuchen. Schauen wir uns mal den Ballermann an. Ist das nicht ein bisschen groß für ein Mädchen? Jetzt, wenn sie jetzt auch sagt, hier, das ist ein 50er Caliber Action Express, dann sind wir wieder mit drin im Metal Gear Solid. Das ist eine Magnum Monster Special. Die größte Liftpistole auf der Welt. Das ist also eine Liftpistole. Pistolen dieser Art unterdrücken den Rückstoß und erlauben es, sie in gravitationslose Orten zu benutzen. Okay. Also ziemlich alle Waffen auf dieser Kolonie sind Liftpistolen. Dann ist eine zweite Explosion in dem Moment, in dem die Kugel aus der Mündung geschossen wird, so ähnlich wie bei einer Rakete. Als Hauptantrieb für die Kugel. Deswegen ist der Rückstoß so klein. Wenn eine weitere Explosion nicht die Pistole vom Ziel abbringt. Nein. Dafür hat man einen Laser, der auf dem Ziel bleibt. Slide Laser, wie ich sehe. Also. Es hat noch eine weitere Funktion, die den Rückstoß absorbiert. Ich spüre meinen Rückstoß jeden Tag. Okay. Hast du schon jemals an dem Schießstand hier geübt? Hat viele verschiedene Programme, also solltest du die mal ansehen. Ja, werden wir auf jeden Fall machen. Kann ich auch noch ein bisschen das Nachladen üben. Vielen Dank. Ich bin ein ziemlich guter Schütze, aber ich schätze, es kann nicht schaden. Zum Glück hatte ich bisher noch kein Game Over. Ja, da habt ihr schwarz auf weiß. Bisher habe ich perfekt gespielt, aber es gab ja auch nur eine Action-Sequenz, die ich überlebt habe. Will mir nichts ausmachen, die hier beim Üben. Okay. Du füllst dieses Shirt wirklich aus. Was erwartest du? Ich bin eine Frau. Warum? Willst du mich etwa. You wanna get to know me even more? Willst du mich etwa noch weiter kennenlernen? Würde mir vermutlich nur etwas brechen. Weichei. Du bist ziemlich groß. Du musst einen ziemlich guten Überblick haben. Nicht wirklich, ich bin nur 6 Fuß groß. Ich war einer der kleineren im Militär. Und ja, wisst ihr, was das hier ist? Das ist ein echtes Tattoo. Nein, es ist nur aufgemalt. Bleibt ungefähr für ein halbes Jahr dort. Ich bin immer noch eine Frau schließlich. Okay. Aber noch das Messer. Das ist schon ein echtes Messer. Das ist ein Nishio Kampfmesser. Es dient zum Schutz. Ich trage es, seit ich im Militär war, mit mir rum. Naja, ich spüre schon, wie mein Mund wieder fusselig geredet ist und deswegen sage ich, machen wir an dieser Stelle eine kleine Pause.
Ich speichere mal eben schnell ab. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß. Oder hattet überhaupt Spaß in einigen paar Sessions. Und ja, ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.